sorgen, dass Dresden nazifrei ist. Wir lassen sie nicht allein, weil der Versuch so widerwärtig ist von den Nazis, die Trauer und den Schmerz zu missbrauchen, den viele Menschen in dieser Stadt noch im Herzen tragen, und zu missbrauchen, um die Schuld des Nationalsozialismus zu relativieren. Und das ist der positive Eindruck. Der negative Eindruck ist eine unglaubliche Aggressivität, Anspannung. Die Demonstranten werden eingekesselt. Es gibt wirklich sehr heftige Übergriffe auf Demonstrantinnen und Demonstranten, die doch da sind, die doch hierher gekommen sind, um für die Demokratie zu streiten, gegen einen braunen Nazi-Aufmarsch von alten und jungen Nazis, die aus ganz Europa angekommen sind und Dresden als ihren Hauptaufmarschplatz missbrauchen. Warum meinen Sie, kommen die eigentlich immer wieder nach Dresden? Sie versuchen einfach, den Angriff auf die Stadt Dresden durch die Alliierten, diesen Schmerz und die Trauer zu missbrauchen, um die Kriegsschuld und die Schuld der Verbrechen der Nationalsozialisten zu relativieren. Und sie kommen und sie sind jetzt natürlich besonders wild, weil letztes Jahr ja sehr gut funktioniert hat, die Blockade in der Stadt, die Menschenkette. Sie konnten diesen Aufmarsch nicht durchziehen. Aber Dresden ist ein Hauptaufzugsgebiet für die Nazis europaweit im Osten unseres Landes. Dortmund wird es immer mehr im Westen. Und ich glaube wirklich, dass es auch ein positiver Ausdruck ist, was Zivilgesellschaft kann und was Zivilgesellschaft will. Und ich würde mir sehr wünschen, dass es sehr viel deutlichere Signale von der Politik gibt. Ich halte definitiv überhaupt nichts von dieser Extremismusklausel, die es in Sachsen gibt, die Frau Schröder, die Ministerin, jetzt einführen will. Mit dieser Extremismusklausel werden ja genau die Menschen, die hier sind, die gegen rechts kämpfen, unter Verdacht gestellt. Und das ist das falsche Signal, um tatsächlich den Kampf gegen die rechtsextreme Ideologie und die Rechtsextremen aufzunehmen. Das Verwaltungsgericht hat ja die Aufmärsche genehmigt, obwohl die Stadt Dresden das nicht wollte. Was hat das denn mit Demokratie aus Ihrer Sicht zu tun? Ja, das haben mich heute viele Dresdner gefragt, alte Menschen, die mit Tränen in den Augen gesagt haben, was ist eigentlich los in unserer Stadt, was ist los in unserem Land, wo wir eingekesselt werden, damit die Nazis ihren freien Aufmarsch haben. Solange die NPD nicht verboten ist, kann die NPD Demonstrationen machen. Ich frage mich allerdings schon, warum immer wieder Gerichtsentscheidungen gegen Auflagen in den Städten erlassen werden. Und ich denke, nachdem so eindeutig durch viele tausende E-Mails sich wieder herausgestellt hat, wie verfassungsfeindlich die NPD ist, wie rassistisch sie ist, wie offen rechtsextrem sie ist, dass die Innenminister der Länder und der Bundesinnenminister wirklich überprüfen müssen, ob nicht ein Verbotsverfahren erfolgreich durchgezogen werden könnte. Also ich habe bisher gesehen Fahnen von den Jusos, von Sozialdemokraten, von der Linkspartei, von den Grünen, von der Grünen Jugend. Aus ganz Deutschland sind wir angereist. Ich habe keine Vertreter gesehen von CDU, CSU oder von FDP. Und ehrlich gesagt, ist eigentlich eine Schande, weil hier geht es um Demokratie gegen rechtsextremistische Ideologie. Und da wäre es gut, wenn alle demokratischen politischen Parteien mit marschieren würden, mit blockieren würden. Und wenn es da nicht den Versuch sogar geben würde von der Ministerin Schröder mit ihrer Extremismusklausel, Menschen, die gegen rechts kämpfen, in Initiativen oder als Einzelpersonen unter Generalverdacht zu stellen. Okay, danke. Was ich gut finde, ist, dass die Kirchen Mahnwachen organisieren, dass am Haus der Kirche, der evangelischen Kirche, Mahnwachen und Gebete stattfinden, weil in Dresden ja der große Kirchentag stattfinden wird. Also Christen und Christinnen sind auch dabei. Ob es CDUler sind, das wage ich zu bezweifeln.